da los? Hallo und herzlich willkommen zurück zu NALCS. Ich bin Eis und das ist Feli. Und wir machen hier NALCS für euch. So, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt ein richtig geiles Spiel für euch vorbereitet. Denn wir haben, das haben wir gerade gesehen, da war ich auf jeden Fall faul. Wir haben nämlich jetzt gleich Cloud9 auf dem Plan. Das war das Ganze gegen Warhammer Thieves und das ist tatsächlich ein ziemlich wichtiges Spiel. Nicht, wenn es darum geht, ob beide in die Playoffs kommen. Für Cloud9 steht das wirklich noch auf dem Spiel, also Cloud9 ist noch nicht safe. Aber für sie ist es ein wichtiges Spiel, weil sollte Cloud9 jetzt gewinnen, haben sie immer noch die Chance, Zweiter zu werden. Können sich quasi ein komplettes Matchup skippen in den Playoffs und Warhammer Thieves, sollten sie gewinnen, sind sie safe Zweiter. Dann ist für sie halt alles in petto, alles in Sack und Tüten und sie können sich halt zurücklehnen und können halt morgen ein bisschen rumflaxen. Können sie nicht, werden sie wahrscheinlich auch nicht, aber sie müssen quasi morgen nichts zeigen. Ja, sie sind auch im direkten Vergleich besser als Echo Fox aktuell. Und ja, ich bin gespannt, was das jetzt hier für ein Game werden wird. Beide Teams ja eigentlich relativ gut performt in der letzten Zeit. Cloud9 war ja so ein bisschen Krisenthema in den letzten Wochen gewesen. Mit den ganzen Changes innerhalb des Roasters und so. Aber sie haben sich wieder ein bisschen gefangen. Sie sind jetzt wieder ein bisschen stabiler unterwegs in den letzten Games. Ja. Und 100 Thieves super performt in letzter Zeit. Von daher bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier vonstatten gehen wird. Und ihr habt sie schon sitzen sehen gerade. Jensen Blaber heute wieder am Start für Cloud9. Also sie in ihrem, naja, nicht Standard-Roster. Ich glaube, bei ihnen gibt es keine Standard-Roster mehr. Aber sie haben ja auch so ein bisschen ihre Taktik schon enthüllt, dass sie quasi mit zwei Midlane-Jungle-Dos arbeiten. Das eine ist halt Golden Glue und Svenskeren, die halt letzte Woche insane überzeugt haben. Also da war ich selber sehr, sehr positiv überrascht. Und das andere ist halt Jensen zusammen mit Blaber, wo Blaber halt noch so ein kleiner Knotenpunkt ist. Also er hat sicherlich gut performt, aber teils auch so ein bisschen den Huni gemacht. Den Huni raushängen lassen und halt overextended und dann halt von dem Lead wieder ein bisschen was abgegeben. Also er war halt einfach zu aggressiv unterwegs, während Jensen halt absolut solide performt hat. Aber auch da muss man sagen, seine Performances sind bisher irgendwie alle auf Zillion zurückzuführen. Ja, das ist richtig. Aber ich finde, dass eben auch mit diesen Changes innerhalb des Teams sie einfach viel mehr Möglichkeiten haben und sich nicht so festgefahren haben, sondern jeder Spieler hat da so seine individuellen Stärken und Schwächen. Und ich denke, sie werden auch wieder noch ein bisschen mehr Balance im weiteren Verlauf finden. Aber ich denke, im Moment sind sie auf jeden Fall in einer stabileren Situation als noch vor ein paar Wochen. Ja, Morgana direkt rausgenommen. Noch ekelhaft, auch die Kindle werden wir diesmal nicht sehen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man auch versucht, den Zillion rauszunehmen oder eine gute Taktik gegen den Zillion vorbereitet hat. Der ist halt echt schwierig zu handhaben. Aber das Gute ist, sie haben es quasi immer mit einer Double-Hyper-Carry-Comp gespielt, mit der Kindred im Jungle und auf der Botlane noch mit einem Hyper-Carry mit dazu. Und in dem Fall haben sie halt sofort Kindred rausgenommen. Also diese Double-Hyper-Carry-Comp fällt dadurch schon mal ein bisschen weg. Aber man bannt jetzt hier nicht den Zillion, sondern den Tahmkench. Ich denke, wenn Zillion jetzt in der ersten Rotation nicht gebannt wird, wird er gepickt werden. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Akali bannt hier auch nochmal an der Stelle. Also ich habe das Gefühl, in NA ist man nicht so offen für die neue Akali, wie das in EU der Fall ist. Aber dafür ist hier der Nocturne. Der wurde ja auch super viel gebannt in der letzten Zeit und war auch so eine Pick-Bann-Geschichte. Und jetzt ist er hier auch direkt der First-Pick für Ender. Ja, Nocturne ist natürlich da immer sehr schwer vorherzusehen. Er bietet halt phänomenale Gank-Möglichkeiten mit der Ultimate. Das soll man nicht unterschätzen, aber er hat auch eine gewisse Limitierung über die Scalings. Also ein Late-Game ist halt wirklich nicht mehr zu gebrauchen und schwierig umzusetzen. Da ist natürlich so ein bisschen der Schwachpunkt bei ihm. Cloud9 beantwortet das Ganze jetzt mit einem Braum-Hover. Könnte natürlich schon ein bisschen Varus wieder mit dazukommen. Macht sich da eigentlich ganz gut. Theoretisch ist Braum-Lucian auch eine Methode, die man aktuell nicht unterschätzen sollte. Wurde noch nicht viel gepickt, aber ich halte noch immer sehr, sehr viel auf Lucian. Ich bin nicht persönlich nicht so der große Lucian-Freund, aber wäre natürlich eine Variante, obwohl ich jetzt aber auch Sneaky eher auf dem Varus sehen würde. Als auf dem Lucian. Ja, man muss sich vielleicht entscheiden. 5 Sekunden, weil es muss ja noch kein AD-Carry sein. Sie können auch erstmal den Jungler mitnehmen. Genau, das machen sie hier, wenn der Gegner eh schon den Jungler gepickt hat, dann hast du dann halt einen Freifahrtschein. Da kann nichts mehr schief gehen. Wenn es jetzt der übelste Cheese wäre, wäre es vielleicht mal ein Nocturne Mitte oder Top-Lane, aber das wird zu 99,9% in die Hose gehen. Ja, ich denke, es wird auch ein Nocturne Jungle sein. Keine Stacking Bomb, keine schlechte Methode. Kann man für gehen. Tahmkench war eh gebannt. Dann hat man selber auch nochmal Disengage und Engage-Möglichkeit auf der eigenen Seite. Gerade gegen Alistar hat Braum halt auch nicht viele Blockmöglichkeiten. Denn er wirft halt keine Projektile, sondern er wirft sich halt selber ins Getümmel. Dadurch kommt der CC halt immer safe durch. Bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt da für eine ADC-Komposition dazu kommt. Aber jetzt ist hier der Zoe-Pick.
Ich muss tatsächlich sagen, ich war von Rios Zoe-Leistung bisher nicht überzeugt. Also Zoe ist, wie gesagt, widerwärtiger Champion. Schwierig zu handeln. Auch bei Rio, auch trotz des Wins, ich glaube, sie haben sogar mit Zoe gewonnen, hat er halt sehr, sehr viel mechanisch daneben gesetzt auch. Also allein die Skillshots haben schon nicht gut getroffen. Da kann er heute beweisen, dass es vielleicht auch ein bisschen besser geht. Gangplank wurde auch nicht gebannt. Der wird hier prompt gehabert und auch eingeloggt. Ist an der Stelle noch ein Flexpick. Also er kann sowohl Mitte als auch Top-Lane gespielt werden. Ist gegen Zoe nicht unbedingt die beste Wahl. Ist eine sichere Wahl, weil er halt diesen Sleep überbrücken kann mit seiner eigenen Orange. Aber ich denke, da kann man noch eine bessere Möglichkeit finden. Ich finde, sie schränken sich jetzt so ein bisschen ein. Also dadurch, wenn sie jetzt Gangplank haben, das ist nicht Gangplank bitte, hätten sie das Problem, wenn sie beispielsweise Irelia als Hardcounter für Zoe picken, dass dort wieder ein zu harter AD-Split mit dem Team wäre. Ja, das stimmt. Jetzt hat man hier seitens Cloud9 schon mal den Jace gebannt. Aber es stimmt schon, was du sagst. Ich denke aber auch nicht, dass sie den Gangplank wirklich in die Mitte setzen wollen. Ich denke, es wird eher darauf angepeilt sein, einen Gangplank Top-Lane zu Also jetzt, wenn ich den Jace-Bann sehe, dann ist auch schon klar, es wird ein Gangplank Top-Lane. Und da schon mal die richtigen, bissigen, beefigen Matchups mit rausnimmt, dann geht man auch davon aus, dass es halt der Gangplank wird, der Richtung Top-Lane geschickt wird. Die Frage ist, wofür man sich denn in der Midlane entscheiden? Theoretisch wäre halt ein Zillion wieder möglich. Ist immer noch offen und hat für Jensen ja bisher sich bewährt. Auch mit Gangplank zusammen, das ist schon eine Ekel-Kombo. Ich finde auch im letzten Game hat man so richtig gemerkt, Zillion und Kindred, also klar, sie haben im Endeffekt verloren, aber es war halt so ein Problem, erstmal die ganzen Ultimates rauszukriegen. Du hast halt den ersten, willst du catchen, bam, Zillion Ultimate. Dann denkst du dir, okay, jetzt kriege ich ihn, aber Kindred Ultimate. Und bis dahin sind alle anderen dran. Es hätte jetzt nur noch so ein Taric gefehlt, es hätte das Ganze noch komplett gemacht. Die Bombo-Ekel-Kombo. Ich will eben schon sagen, vielleicht eine Syndra gegen die Zoe wäre eine gute Variante, aber die wurde jetzt ja auch rausgebannt. Das heißt, man geht jetzt hier direkt gegen Jensen. Also für ihn wäre ein Standardpick zum Beispiel auch eine Orianna. So, Orianna Zillion ist halt das, was er momentan komplett bevorzugt. Und Ori ist halt auch spielbar. Gegen Zoe Quinn wird kurz gehabert. Oh, wurde auch direkt eingeloggt. AD-Split ist auf jeden Fall jetzt da. Und Snowball-Potenzial ist da. Quinn wurde ein bisschen angepasst, aber sind wir ehrlich, die Nerfs waren null nichtig. Der hat ein bisschen Rüstung verloren, ist ein bisschen squishiger verloren, ein bisschen squishiger geworden. Dankeschön, Mund. Aber im Endeffekt hat das von ihrem Potenzial halt nicht viel kaputt gemacht. Also Quinn ist immer noch saustark, aber auch wenn sie nach hinten fällt, halt ein extremer Random-Faktor. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier, hier kommen jetzt die Kaiser direkt, ich wollte gerade sagen, mal gucken, was jetzt hier als ADC zum Alistar kommt. Was ist die Kaiser? Finde ich aber eine gute Kombination. Jetzt bleibt abzuwarten, was schicken sie jetzt auf die Top-Lane gegen den Gangplank. Bleibt abzuwarten, was wird's. Also bei Cloud9 sind hier zwei Optionen. Entweder sie spielen halt die Quinn AD Carry oder sie spielen halt noch einen AP Carry, AD Carry. Ich könnte mir tatsächlich auch sowas wie Heimerdinger noch vorstellen, weil Heimerdinger Braum auch nicht die krasseste Combo ist. Muss man auch dazu sagen, mit Braum zusammen einen AP da zu spielen ist nicht ganz so easy. Der Vladimir wurde jetzt auch noch mit rausgenommen. Da können wir davon ausgehen, dass er Richtung Top-Lane marschieren wird bei 100 Thieves und damit auch die Möglichkeit für den Vladimir, der wahrscheinlich sogar besser gewesen wäre, als ein Hammerdinger in der Komposition dort noch mit raus zu entfernen. Und hier wird kurz ein Fisk gehabert. Wäre tatsächlich auch ein gutes Matchup gegen Zoe ab Level 6, beziehungsweise eigentlich sogar noch ein bisschen später. So diese zwei Item-Grenzen sollte er schon erreichen. Und er wird auch hier eingeloggt. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt auf das Matchup in der Midlane. Und auch wie du das Ganze spielst. Es ist halt immer mit Zoe wichtig, dass du im Early die Pressure bekommst, dass du im Early die Kills bekommst. Weil wenn du im Late Game Zoe ohne Kills, ohne Impact bist, dann machst du halt auch nichts. Aber wenn du halt eben gut im Game bist, dann haben wir gesehen, die One-Shots von Zoe sind einfach komplett gestört. Aber auf der anderen Seite auch ein Fizz ist durchaus in der Lage, sowohl die Zoe als auch die Kaiser zu One-Shotten. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie das in der Mitte aussehen wird. Wer da jetzt die dominantere Rolle spielen wird. Ja, man muss dazu auch nochmal sagen, für euch da draußen ganz wichtig, es ist Patch 8.15. Wir müssen also nochmal ein Patch zurückdenken. Das heißt, Electrocute ist immer noch so stark wie vorher und Fizz wurde auch noch nicht wieder angepasst, sondern Fizz hat da auf dem Patch halt nur die Buffs. Und sein Ultimate-Scaling ist halt schlichtweg dumm. Wenn der Köder einmal Zoe trifft, dann war's das. Also zu 100%. Das heißt, er hat ein Stundenglas, aber dann kommt er halt einfach hinterhergesprungen. Und dann kann das Ganze halt trotzdem noch für Kill reichen. Das ist seine Lieblings-Items, der gerade Protobate Lichbane, für die er ganz gerne geht. Ich habe jetzt auch schon die Variante gesehen, dass man mit dem Ultimate auf dem Patch quasi noch für einen sehr, sehr schnellen Deathcap-Rush geht und halt dieses Lichbane überspringt. Was natürlich dann den Scaling so ein bisschen Abhilfe schafft. Ich finde aber, es ist auf beiden Seiten eine relativ ausgewogene Kombination zwischen AP und AD. Wir hatten ja erst am Anfang so ein bisschen gesprochen, okay, vielleicht wird es ein bisschen AD-lastig, aber ich finde, es ist jetzt relativ ausgeglichen. Nicht
zu viel AP, nicht zu viel AD. Man hat ein bisschen Tankiness auf beiden Seiten. Ja, Champions sind gespawnt, meine Lieben. Wir haben es pünktlich. 12.09 Uhr, da wo das Matchup angesetzt war. Perfekt nach Zeitplan, wie es bei uns geplant war. Auf geht's. 100 Thieves gegen Cloud9 erwartet uns jetzt. Sind dein Call, was glaubst du, wer gewinnen wird? Boah, es ist übelst schwierig zu sagen. Welche Teamkombination? Also ich persönlich war halt immer ein großer Cloud9-Fan, muss ich sagen. Und oh ja, also Fizz hat ein gutes Matchup. So, Quinn ist halt auch noch ein super starker Champion. Sie haben schon gute Champions gepickt. Auf der anderen Seite ist halt das Matchup sehr Snowball-lastig. Zoe wird halt die Dominanz in der Mitte haben, im Early. Nocturne kann natürlich auch dort ansetzen. Und Nocturne ist auch ein sehr, sehr starker Pick, um den Fizz zu bestrafen, weil er quasi in Fizz reinultet. Und wenn er nicht sofort Trickstart und Nocturne in der Lage ist, sein E noch anzubringen, wird der E quasi innerhalb des Tricksters weiter fortgeführt und der 4 kommt dann trotzdem durch. Und du kannst dich raus Trickstarten. Das ist so ein bisschen das Problem für ihn. Und Quinn ist halt gegen Nocturne auch sehr anfällig. Also für mich ist das ein Game, was wahrscheinlich nicht so lange gehen wird, aber dafür sehr intensiv wird. Ja. Das glaube ich auch. Ich denke, es kommt jetzt. Mein Fokus liegt jetzt so ein bisschen in der Mitte, weil ich einfach denke, sowohl Fizz als auch Zoe haben die Möglichkeiten, später eine Kaiser oder in der anderen Seite eine Quinn zu one-shotten. Aber das kommt halt eben darauf an, wie sie im Early spielen, wie sie Unterstützung auch von den Junglern bekommen. Und da hängt es einfach jetzt davon ab, wer ist da jetzt dominanter und wer ist da jetzt präsenter. Aber beide Teams haben auf jeden Fall die Möglichkeiten. Aber wie du schon gesagt hast, ich denke auch, es wird ein sehr kurzes Game, aber sehr actionreich. Oh, Standardstart für Blaba, wenn ich der Red Buff nochmal resetten würde. Bisschen ärgerlich, kostet ihn hier aber bloß wenige Sekunden. Auf der anderen Seite gibt Doktor direkt in seinen Jungle vor. Also der Blue Buff Start ist teilweise wirklich ungewöhnlich. Normalerweise fängt er auch beim Red Buff an. Aber da man weiß, wo Trundle gestartet hat, versucht er ihm dort direkt den Blue Buff zu mopsen. Man hat ihn aber vorhin, ich weiß nicht, ob er ihn gesehen hat, als er durch die Blue durchgegangen ist. Wenn ja, wird wahrscheinlich Trundle. Boah, er geht jetzt sogar für den. Ja, er geht für den Red Buff. Also er weiß ganz genau, dass Nocturne dort für den Blue Buff gegangen ist. Und kann sich seinen eigenen Red Buff hinterher holen. Blaba eigentlich an der Stelle das beste Pepping, was er nehmen kann. Denn sein Level 1, Level 2 ist halt sehr, sehr stark gegen Nocturne. Ab Level 3 kriegt er langsam ein Problem. Nocturne ist quasi in der Lage, sein Q-Spell zu spell-shielden, wenn er ihn angreift. Er muss natürlich so ein bisschen predicten. Also auch hier ist so ein kleines Mindgame. Wenn der Trundle quasi nicht direkt sein Q nutzt als Auto-Attack-Reset, dann kann der Special auch mal nutzlos sein von Nocturne. Aber dann kriegt er den 4 trotzdem schneller durch und gewinnt halt das 1v1. Ja. Das ist genau der Grund, warum du als Trundle quasi das Matchup auf Level 2 suchen möchtest, aber ab Level 3 nicht unbedingt. Aber man sucht jetzt gerade gar kein Matchup, sondern Trundle zieht sich hier zurück und macht jetzt hier die Krabbe beim Drake. Vor allem hat seinen Red Buff wirklich stehen lassen. Ich dachte, er geht jetzt wirklich für Enemy Red Buff. Er hat gesehen, dass Nocturne quasi nicht in seinen Jungle gegangen ist. Geht dann für den eigenen Red Buff. Und geht dann für einen Blue Buff für die Krabbe. Das wäre für ihn halt ein optimaler Start gewesen. Aber da ist natürlich immer die Frage, ne? Für uns ist es halt über easy. So, wir gucken halt auf die Karte. Wir sehen alles und können euch sagen, bap, so ist es, da ist das. Das macht uns natürlich auch den Job als Caster einfacher. Auf der anderen Seite muss man sich da halt auch so ein bisschen hineinversetzen. Welche Informationen hatte quasi Trundle? Und ich glaube, er wusste nicht genau, ob Nocturne halt am eigenen Blue Buff oder an seinem Red Buff gestartet hat. Und war deshalb ein bisschen vorsichtiger und vielleicht sogar davon ausgegangen, dass der Red Buff schon weg war. Ja, das kann natürlich sein. Und ich denke, man versucht jetzt auch nicht zu harte Engages zu suchen, zu starke Fights zu suchen. Ich denke, man will es jetzt vielleicht am Anfang auch ein bisschen vorsichtiger spielen. Und wenn man eben keine Informationen hat, dann sollte man auch nicht risky-mäßig irgendwo hingehen, ohne Vision, ohne was anderes. Haben wir bei Huni gesehen, zu was das führen kann, wenn man ohne Vision oder ohne Informationen Aktionen bringt. Und von daher war das hier vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber wie du schon gesagt hast, wir wussten nicht, was da jetzt besprochen wurde, was jetzt in deren Köpfen vorging. Jungle ist halt manchmal ein reines Kopfspiel. Einfach nur ein reines Mindgame, reine Intelligenz, kann man schon fast sagen, wo du halt viel nachdenken musst. Im Jungle sind für dich die Mechanics meistens gar nicht so wichtig, sondern wirklich einfach bloß vorherzusehen. Okay, was denkt der Gegner? Wo denkt er, wo ich meinen Perfect langlege und wie kann ich meinen Perfect anlegen, dass es quasi besser ist für mich, um gegen ihn jungeln zu können? Klingt super kompliziert. Ist auch wirklich kompliziert, wenn man halt später ins Detail geht. Aber genau das führt halt manchmal so kuriose Starts. Ja, und ich denke auch, jeder Jungler hat da immer noch so ein bisschen seinen eigenen Playstyle, der da noch so reinwirkt. Aber jetzt setzt sie dann Nocturne zum Gank an. Ja. Ist sie gezwungen rauszuflashen? Ist jetzt die Frage, überlebt oh, das oh Gott, das lebt! Oh, Jensen, bitte nicht zurück. Da hat er keine Chance mehr rauszukommen. Hätte er einfach nach unten rauslaufen sollen, so gut es geht. Ich denke, er wäre da so oder so gestorben. Und das ist der Nachteil von Fizz. Wie gesagt, er verliert das Early Matchup gegen Zoe. Und wenn dann noch ein Gank dazu kommt, der hat einmal zu aggressiv geht. Man muss wirklich sagen, es war bitter für ihn. Die ganze Zeit stand er defensiv.
Und einmal geht er aggressiv mit dem Q rein und sofort steht Nocturne in seinem Rücken. Ja, aber es war natürlich dann auch dementsprechend gut reagieren. Man hat das jetzt hier gesehen, Fizz steht zu weit vorne, hat sich falsch positioniert und es wird einfach direkt abgestraft. Und da hat er jetzt einfach keine Möglichkeit, daraus zu kommen. Ich denke, auch wenn er weiter nach unten gelaufen wäre, hätte man ihn da mit einer Zoe-Q oder einer Bubble oder sowas dann... Also man hätte zumindest einen Flash investieren müssen, ja. Das definitiv. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wenn er einfach gerade ausgelaufen wäre dort am Turm, ob die Sleep Bubble ihn wirklich noch erreicht hätte oder ob er rausgekommen wäre. Aber es halt viel hätte, wäre, könnte, wollte. Im Endeffekt war es ein schöner Gang. Die Sleep Bubble wurde perfekt geschmissen quasi, um ihn an seinem eigenen Turm zu zonen. Und dadurch kommt der Kill zustande. Aber es sieht jetzt nach dem ersten Drachen für Cloud9 aus. Ist jetzt gerade niemand in der Nähe, der das irgendwie contesten könnte. Ja, der Ocean Drake ist gerade in der Laning Phase da auch nochmal ein sehr annehmbarer Drache, der die dort gut Sustain gibt. Und ich habe es vorhin ja auch schon mal im letzten Game erläutert, dass auch Trundle so ein Kandidat ist, der halt sehr, sehr gut den Drachen abholen kann. Und halt super viel Single-Target-Damage, immer wieder mit dem Auto-Attack-Reset, mit Q auch noch mit verstärkten Schaden. Das ist da wirklich ganz angenehm. Es ist so witzig, dass um die Botzeit von Fizz in der Mitte so viele Wards stehen, aber kein einziger über ihm. Ist mir eben auch schon aufgefallen, als er gegankt wurde, standen unter ihm auch mehrere Wards, aber über ihm nicht. Das ist meistens durchs Jungle-Pathing quasi zu begründen. Wenn du deinen eigenen Jungler zum Beispiel Topside immer in deinem Rücken hast, brauchst du halt Topside nicht so viel Warden, weil der eigene Jungler dir genug Informationen dort erspielen kann. Deshalb versuchst du dann quasi die Vision nach unten zu legen. Und selber musst du halt auch mal ein bisschen nachdenken, da kommen wir halt wieder zu dem, Jungle ist halt eine reine Intelligenzposition. Genauso ist es halt dort mitzudenken, also auch für alle Laner ist, da muss man natürlich ein bisschen mitdenken und überlegen so, okay, wo hat er sein Camp geklärt? Wie sieht das Jungle-Perfing aus? Wo muss ich dementsprechend hinwarden, wenn ich halt den nächsten Gang vermeiden möchte? Genau das macht er halt. Da werden wir halt auch schon noch sehen, dass sich quasi die Wards später so ein bisschen auch mal verteilen, hin und her rotieren. Und spätestens wenn die T1-Turmreihe abgerissen wurde, dann werden sich die Wards halt auf beide Seiten verteilen müssen. Nocturne jetzt hier schon wieder auf dem Weg Richtung erstmal den Stein. Ich nenne sie mal die Steine, ich finde das klingt mal viel schöner. Richtung Stein? Das sind doch kleine Steine. Ich nenne sie immer Golem. Ja, das geht natürlich auch. Ich finde Stein aber schöner. Ich meine, das sind ja auch Steine mit Beinen. Wandelsteine. Ja, momentan hat Dickeridge auch oben ganz schön zu kämpfen. Somedays, ich glaube, das kann ich auch getrost sagen, aktuell der beste Top-Laner in der NALCS. Ja. Also seine Stats da übel gut. Also fernab, das, der nächste, der kommt, hat gerade mal halb so gute Stats, wenn überhaupt, was die reine Top-Lane-Position angeht. Wird auch nochmal eingeblendet, dass mit, das klappt, nein, mit diesem Win ein Secure Playoff-Spot hätte. Ja, wenn sie ihn dann bekommen. Und bisher bemüht man sich natürlich, der Gang gegen Someday kommt durch, er aktiviert sein Ultimate, wird sich nochmal gut hochheilen, hat auch seinen Crimson nochmal parat, um sich gegenzuheilen und wird hier nicht sterben müssen. Und anders unterwegs, er ist Level 6. Und genau deshalb läuft man oben. Ich glaube, so aggressiv wie Someday nochmal reinläuft, erwartet man auch, dass Nocturne jetzt Topside für ein Ultimate versucht zu gehen. Und für Someday ist es halt einfach das bessere Matchup. Also er konnte ja in Gangplank quasi reinpicken und in Vladimir hast du als Gangplank nicht so viel zu lachen. Plus, dass er mit Nocturne auch nochmal so wirklich einen Ekel-Champion gegen sich hat. Also man muss überlegen, dass du mit Vladimir die Tower-Aggro ja einmal for free abgeben kannst mit dem Pool und dadurch mit Nocturne mit der Ultimate den Schaden mitbringst und den sicheren Engage. Also du kannst halt als Gangplank zwar den 4 parieren und dich da aus dem CC rausfressen, aber du kriegst den Schaden halt von Nocturne voll ab und der hat sich gewaschen. Das macht Gangplank hier zu einem relativ leicht angreifbaren Ziel. Der Nocturne ist jetzt hier auch schon unterwegs, und der entscheidet sich hier nicht zurückzugehen, obwohl er eben ein bisschen den Schaden kassiert. Und jetzt kommt hier schon die Nocturne Ultimate. Und geht hier auch nochmal hinterher. Licorice ist hier schon super low. Zieht sich hier aber nochmal im Tower zurück. Aber er stirbt nicht. Und man entscheidet sich jetzt auch von Seiten 100 Thieves erstmal wieder zurückzugehen. Nocturne zieht sich von der Lane zurück. War ein guter Versuch. Es war ein guter Versuch, aber schlecht ausgeführt von Ander. Also er hat war stets bemüht, aber hat dann doch nicht gereicht. Ja, also was wichtig war in der Situation, dass du als Gangplank versuchst, immer einen Barrel im Busch zu halten, damit du quasi deine Combo schnell durchziehen kannst, weil wenn du einen Barrel aufstellst, dann brauchst du ja immer so diese kleinen Umdrehungen, die halt später auch runtergehen vom Cooldown, deshalb wird Gangplank halt gerade ab Level 13 sehr effektiv, weil halt dieser Auslösezeitraum halt geringer wird. Und wenn du quasi immer einen Barrel im Busch oben hältst, kannst du halt einen Barrel auf Lane platzieren und sofort mit dem Q, also sofort deinen Barrel, das du platziert hast, auslösen. Und genau das hat er hier gemacht. Und der Spell Shield von Nocturne kam einfach ein bisschen zu spät, wodurch er halt den Slow kassiert von dem Barrel. Und das führt dazu, dass er halt im Endeffekt Gangplank nicht flashen muss. Aggressiver Engage, Jensen, der will sich hier gönnen und er gönnt sich auch.
kriegt er mal ein bisschen Unterstützung von Trundle, von Gangplank, aber diesen Kill hätte er wahrscheinlich auch alleine geholt. Und das ist das Ding, warum er ab Level 6 Fizz sehr, sehr gefährlich wird für Zoe. Sehen Sie jetzt hier auch nochmal im Replay. Zoe versucht hier ein bisschen was zu machen, versucht hier ein bisschen die Wave zu clearen. Mit ihrer Q hat ihre Ultimate benutzt, aber dann geht der Fizz da rein, benutzt seine Ultimate, macht super viel Schaden, dann kommt nochmal die Gangplank-Ult und der, wie du schon gesagt hast, die wäre jetzt hier gar nicht mehr nötig gewesen, hätte den Kill wahrscheinlich trotzdem bekommen. Ignite war da ja auch schon drauf und da hatte die Zoe nichts mehr zu melden, die ist da gestorben. Trundle war auch noch da, aber im Prinzip hätte der Fizz den Kill wahrscheinlich auch noch alleine bekommen. Ja, und das Problem, was Zoe halt einfach hat, sobald sie ihr Ultimate einmal nutzt, ist es halt Firlefanz einfach für Fizz sein Ultimate zu platzieren. Er weiß halt zu 100%, wo sie rauskommen. Und es ist halt in dem Moment, es ist halt kein Skillshot mehr, sondern es ist halt bloß noch ein Shot für ihn. Und wenn der Köder erstmal trifft, dann ist es halt für Zoe echt ein Problem. Direkt nochmal der Gank hinterher. Ja, wenn sie den Steep dann noch verfehlt, dann ist es halt ein safer Kill. In der Situation hat sich ja auch für die aggressive Summoner-Wahl entschieden mit dem Ignite dazu. Kann man vorhin ganz nachvollziehen. Und jetzt werden wir auch zu dem Punkt kommen. Er hat Protobelt noch nicht ganz fertig, aber Hextech Revolver ist da. Mit dem Zündjuwel kriegt er nochmal ein bisschen Cooldown. Dass er quasi, man muss ja auch sagen, Fizz kann den Hextech Revolver extrem gut verwerten, die Lane jetzt dominieren wird. Weil Zoe bringt zwar mehr Wave-Clear mit, aber sie muss jetzt immer diesen Hard Engage von Fizz respektieren. Wenn sie einmal in die Reichweite reinkommt und keinen Stundenglass-Effekt zur Verfügung hat, RIP. Ja, und sie muss eben auch sehr auf ihr Positioning aufpassen. Vor allem jetzt auch, in wie sie ihre Ultimate benutzt. Weil wie du eben schon gesagt hast, wenn die Ultimate rausgeht und er weiß, wo sie rauskommt, dann ist das auch wieder ein Free-Kill für ihn. Da muss man jetzt aufpassen. Die Zoe hatte zwar einen Early-Kill bekommen, aber obwohl die Zoe eigentlich auch einen ganz guten Wave-Clear hat, können wir auch gerade im Farm-Vergleich sehen, dass sie da hinten liegt. Und ich denke auch, dass der Fizz jetzt hier eindeutig mehr auf der Lane zu haben, zu sagen haben wird, sowohl mit Jungler ja, und Gank. Ganz schön hart getestet. Ah, Nocturne mit der Ultimate, da hat sich schon ein bisschen zu viel zugemutet. Cody Sun, der snackt sich den Kill, hat natürlich mit dem Ultimate auch einen relativ einfachen Follow-up. Das sind schon mal 300 Gold für ihn. Direkt den Stormrise noch fertig gehabt. Tja, und ohne den Jungler wird es natürlich schwierig, so einen Infernal Drake zu verteidigen. Und zwar haben sie den ersten bekommen. Moment, Freunde. Ein Sekündchen. Müssen mal kurz den PC resetten. Vielleicht den Support an. Ja, ich möchte dieses Update nicht haben. Dunkelheit. Ja, Nocturne Ultimate war bei uns auch im Studio. Das, by the way. Verzeiht uns, aber wie gesagt, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erläutert, warum wir halt den Computer nicht neu starten können. Wenn wir das halt mit dem Cast machen, wissen wir halt nicht, wie lange es dauert mit dem Windows-Update. Das ist einfach ein zu großes Risiko. Ich dachte gerade, das war mein Windows-Update. Stimmt, ne? Sieht halt fast 1:1 genauso aus. Ist doch auch schön, wenn dann alle checken, ob das ihr Windows-Update ist. Op, 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 der Fisch sitzt, aber es ist bloß der Kleine. Möglicherweise auch für Rio direkt eine Läuterung da. Die Läuterung kann nicht den Köder clearen, also er fällt nicht ab und du kriegst den Schaden trotzdem durch, aber er kann den Slow trotzdem clearen. Also du kannst halt danach schön den Flitzy machen und Zoe ist ja gerade auch, wenn sie eine Läuterung über den B benutzt, halt Movement Speed technisch sehr, sehr gut ausgestattet. Stimmt. Versucht jetzt hier auch nochmal ein bisschen Vision zu clearen und der Fizz pokt hier einfach weiter und dominiert weiter Lien. Auch seinen Farmvorsprung baut er immer weiter aus. Hatten ja eben erst noch einen Farbenvorsprung von circa 10, jetzt sind wir schon bei 20. Und die Zoe hat da einfach nichts mehr zu melden, weil sie einfach den Fizz zu sehr respektieren muss, als da zu offensiv zu gehen. Weil sie weiß, sobald sie sich falsch positioniert, wird sie wahrscheinlich dran glauben müssen. Und dementsprechend fällt sie jetzt ein bisschen weiter nach hinten, was aber eigentlich einer Zoe nicht passieren darf. Weil du willst eigentlich offensiv spielen, du willst für die One-Shots gehen, aber in dieser Position ist sie einfach gerade nicht. Ja, das Ludens wird ihm nochmal einen ganz guten Power-Spike geben. Im Endeffekt ist es für Zoe natürlich cool, wenn man auch so ein bisschen aus der ersten Spielphase rauskommt. T1-Turmreihe wurde abgeholt, die Leute müssen anfangen zu rotieren, weil sie halt einfach mit ihrer Sleeping-Bubble dort ein bisschen besser im Jungle arbeiten kann, die halt immer wieder über Wände verlängert wird. Und dann kann sie halt wirklich auch für die Catches gehen. Und auch Fizz ist halt dagegen nicht gefeilt. Was man hier wissen muss, ist, dass du quasi während wenn der Sleep dich trifft und in den Trickster reingehst, hält der Sleep länger als den Trickster-Effekt. Und du wirst quasi, auch wenn die Animation in der Luft stehen bleibst, wird deine Hitbox wieder auf den Boden gesetzt und kannst trotzdem von dem Burst von Zoe getroffen werden. Also Fizz ist da angreifbar. Es bleibt spannend, wie sich das in der Mitte entwickelt oder auch wie sich das dann später in Teamfights durchsetzen wird. Wer da das Sagen haben würde, aber jetzt hat mir den schönen Catch ist da und Follow-up ist auch da. Das ist wirklich eine sehr gute Catch-Com. Trundle zum zweiten Mal hier direkt rausgeballert und wieder gleiches Szenario. Alistair und Gage und sowohl Nocturne als auch Kaiser können beide mit dem Ultimate daherkommen. Die Frage ist natürlich auch,
warum ist halt Trundle so deep im gegnerischen Jungle unterwegs? Da war man wirklich ein bisschen zu gefährlich. Sucht jetzt hier im Gegenzug den Turm zu holen, aber man ist hier auch schon mit 100 Thieves auf dem Weg, das Ganze zu verteidigen. Man kann den Turm jetzt hier auch noch nicht holen. In der Zwischenzeit wird jetzt hier auch noch der Herald gestartet. Naja, also es war ein Catch, den man abgegeben hat. Glück im Unglück war, dass Alistair den Kill bekommen hat. Das ist natürlich eine Verteilung, die du nicht unbedingt anstrebst, wenn zwei Carries ihre Ultimates einsetzen und den Kill dann im Endeffekt nicht bekommen. Und du hast halt unten die Lebenspunkte von dem Turm her traden müssen. Auch das ist jetzt nicht so angenehm in der Situation. Nocturne selber macht sich auch direkt noch Richtung Herald auf. Das können sie sich erlauben. Sie wussten halt, Trundle wird deutlich später unterwegs sein und Zoe konnte sich dadurch halt auch mit dem Team, dem Midlane-Pusher arbeiten. Also hier eine bessere Situation für Nocturne und er kann wirklich sehr, sehr gut diesen Herald abnehmen. Denn was man beim Herald wissen muss, klingt super komisch, aber seine diese lange Ausholanimation, die der Herald halt manchmal nutzt, ist ein Spell. Und den kannst du mit dem Nocturne W blocken. Und Nocturne kann quasi dadurch ja nicht nur den Spell blocken, sondern wenn du mit dem W in den Spell blockst, kriegst du halt auch nochmal Angriffsgeschwindigkeit dazu. Und das alles hilft ihm halt, diesen Herald auch sehr, sehr schnell abholen zu können, ohne Gefahr. Er verliert nicht viel Leben. Aber ich finde, ja, sie haben zwar Schaden an dem Turm unten bekommen, aber dafür konnten sie sich jetzt den Herald holen und damit haben sie eigentlich auch einen Turm wieder sicher. Von daher war das natürlich... Ah, Teleport ist draußen, Alistair tankt gut, Ultimate aktiviert, aber die Gletscherspalte hält sie auch ziemlich weit zurück. Jensen selber hat den Sleepy einmal kassiert, übersteht das Ganze aber mit Hälfte Leben, also für ihn ist noch nicht großartig Gefahr geboten. Ah, jetzt beginnt dieses Duell so ein bisschen. Das ist natürlich jetzt für 100 Thieves allerhöchste Eisenbahn, dass sie jetzt jemand einen Turm bekommen, damit sie das Turret First Blood nicht auf der Botlane abgeben. Aber dafür hat man jetzt hier den Herald ja gespawnt. Genau. Damit sollte man jetzt eigentlich den ersten Turm bekommen. Man versucht das hier natürlich seitens Cloud9 so gut es geht zu verteidigen. Hier auch schon Eigenschaden an Ja, aber der Auto-Attack von Zoe, der ist ja noch zu viel für den Turm. Also das Turret First Blood konnte man sich auf Cloud9 Seite nicht ganz erarbeiten. Aber wenn man es vergleicht, haben sie trotzdem noch den Vorteil, dass sie quasi das Turret First Blood natürlich nicht mehr aufholen können. Das gibt es bloß einmalig im Spiel. Aber sie haben halt viele Lebenspunkte vom oberen Turm bekommen und ja unten auch schon fast den Turm eingerissen. Also objektiv-technisch könnten sie halt demnächst gut einen vorlegen, wenn sie halt zwei Türme bekommen. Das ist so ein bisschen der Nachteil, den 100 Thieves dadurch in Kauf nehmen. Ist jetzt hier 1k auch nur goldmäßig hinten seitens Cloud9. Also wenn sie dann jetzt dann noch die Türme dazu bekommen, dann verringern sie damit auch eben den Goldvorsprung. Und von daher ist hier durchaus noch alles even. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich, obwohl sie jetzt gerade den First Blood Tower verloren haben, sind sie da in einer guten Position. Aber man versucht jetzt hier mit 100 Thieves auch nochmal den nächsten Turm zu bekommen. Wenn die Gangplank-Ult zum Wave-Clearen, um das Ganze irgendwie aufzuhalten, kann sich jetzt hier auf der Botlane den Schon holen. Aber es reicht nicht. Man kann sich im Gegenzug dazu auf der Toplane den Turm. Und das heißt, man hat jetzt hier nochmal 1-1 den Turm getradet. Bin ich nicht so ganz begeistert von der Rotation von Cloud9. Es war relativ einfach predictable, dass wenn der Botlane-Turm fällt, direkt der Swap kommt von Kaiser und Alistair. Das heißt, sie hätten halt ihre eigene Botlane direkt dem entgegenstellen können, um den oberen Turm zu halten. Dadurch haben sie jetzt halt einen 1-1-Trade nochmal in Kauf genommen, was halt ihren Vorsprung, ihre erarbeiteten Lebenspunkte von dem Turm halt komplett zunichte macht. Weil sie halt oben deutlich mehr Lebenspunkte von dem Turm verloren haben, als sie halt unten noch an Schaden rausbringen konnten. Ah, Ryo, der hat eine Stopwatch. Double Knockup von Alistair. Nocturne fliegt einfach mal eine 90-Grad-Kurve in der Fist hinterher. Aber es reicht hier trotzdem für Fist, um rauszukommen. Afromo ist in der Ultimate, aber die reduziert nur die Schaden und macht ihn nicht unsterblich. Er wird hier auf den Grill gelegt. Da besteht jetzt 3-2 immer noch für 100 Thieves, aber Cloud9 macht auch immer noch gute Aktionen. Generell spielt 100 Thieves das im Moment noch ein bisschen sauberer mit ihren Aktionen, wie wir das eben gesehen haben. Da haben sie gesehen, okay, unten der Botturm fällt, dafür nehmen wir den oben, haben sich das First Blood Tower Gold holen können und sie machen mal ganz gute Aktionen. Ich denke, dass Cloud9 auch immer noch gute Chancen hat, das Game zu gewinnen. Ich denke, das wird dann später ein krasser Teamfight sein, der dann über alles entscheiden wird. Jo, ich glaube, aktuell ist es halt wirklich noch so ein Münzwurfspiel, weil beide Teams, je nachdem, wie weit sie jetzt nach vorne kommen, halt einen extrem krassen Snowball bekommen können. Aber kein schlechter Engage. Ich denke, man hat es ja mal gesehen, die Nocturne-Ul. Erstmal schön durch die Gegend geflogen. Aber es war gut gemacht. Jetzt hat sich hier der nächste Kill, geht jetzt hier an Jensen an der Stelle. Oh, aus dem Replay, direkt ins nächste Replay, wahrscheinlich gleich, dass wir sehen, was passiert ist.
Zoe wieder ein bisschen zu weit vorne und da kam halt der Köder wieder geflogen. Afumu hat noch kein Ultimate aus. Auch das ist für ihn gefährlich. Er schmilzt einfach gegen Sneaky. Ein Autotech mehr, das wär's gewesen. Das Schöne für Fizz ist natürlich auch, weil der ein Protobelt hat, kann er deutlich mehr Wave Pressure aufbauen. Sein Problem ist ja immer, dass er halt schon Wave Clear dabei hat über seinen Trickster, wenn er ihn halt aggressiv in die Wave reinsetzen darf. Aber genau das kann er sich halt fast nie erlauben. Weil er entweder durch einen Gank gepunished werden kann von Nocturne oder halt von Zoe selber. Und da schafft der Protobelt so ein bisschen Abhilfe, dass er quasi halt viel, viel schneller die Wave reindrücken kann. Ich finde es aber jetzt auch gut, wie beide Teams permanent versuchen, ihre Push-Pressure aufrechtzuerhalten. Und ich denke, das ist auch das, was sie jetzt in den nächsten Minuten noch so ein bisschen anstreben werden. Und dann wird ein Fight kommen und damit werden sie dann Türme und ein Inhibitor holen können. Und dann geht es dann um Sachen wie Baron. Das ist so meine Prediction, wie das Game jetzt in den nächsten Minuten ablaufen wird. Weil beide einfach darauf fokussiert sind, okay, man sieht es auch die ganze Zeit, Cloud9 pusht die Wave raus, dann geht man halt tief und pusht wieder dagegen. Beide versuchen das alles so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und irgendwann wird sich einer falsch positionieren und irgendwann wird es zu einem Fight kommen und der wird dann einen großen Impact auf das Game haben, wie das Ganze ausgehen wird. Genau, das ist halt so die eine Möglichkeit. Eine wichtige andere Möglichkeit für Cloud9 ist, dass sie quasi auch eine 1-3-1-Comp spielen können, weil Licorice zu langsam in der Lage ist, den Vladimir zu halten. Er hat sich halt den Geist sich geholt, ist dadurch halt massiv tankiger geworden, kann sich auch selber noch ein bisschen mehr heilen. Aber Vladimir kann ihn halt selbst auf einer langen Lane nicht mehr alleine töten. Währenddessen halt Fizz immer in der Lage ist, eine Zoe zu contesten. Also Fizz kann sie immer all-in ab dem zweiten Item, und das ist schon fast fertiggestellt, selbst mit dem ersten hat das halt schon ganz gut geschafft, zu jedem Zeitpunkt bezwingen. Und das ist natürlich eine wichtige Kondition, um dort mit Fizz später auch auf die Sidelane zu gehen. Ich denke, das wird Cloud9 auch ausnutzen wollen. Dazu haben sie halt noch eine Quinn, die schnell rotieren kann. Der einzige Faktor, der quasi für sie gefährlich ist auf der Sidelane, ist der Nocturne. Weil er halt wirklich eine Sidelane extrem stark bestrafen kann, indem er mit dem Ultimate einfach dazu stößt. Da muss man halt schauen, wie man dem Ganzen irgendwie vorbeugen kann. Man musste jetzt hier auch nochmal einen Mid-Turret aufgeben seitens Cloud9. Aber da war man jetzt nicht alleine, nicht in der Lage, den alleine gegen 4 zu halten. Wir sehen jetzt nochmal das Replay von dem Fizz. So, ich versuchte nochmal rauszukommen, man flasht ja und meinte, aber die Zoe hat einfach keine Chance. Das war das Replay, was nach dem Replay kam. Beziehungsweise die Szene, die nach dem Replay kam. War aber gut gemacht von ihm. Steht jetzt damit auch 2 zu 1 und wir sehen auch der Farbenvorsprung von Fizz, der weitet sich einfach immer weiter aus. Die Zoe hat da nicht so viele Möglichkeiten, gegen ihn noch anzukommen. Nimmt jetzt hier auch schon ein bisschen Jungle-Farm, um damit irgendwie gegenzusteuern. Und jetzt versammelt man sich hier so ein bisschen im Jungle. Schöner Engage vom Alistar. Mittlerweile, Nocturne Ultimate ist immer noch da. Gangbang Ultimate wird direkt zum Entschärfen genutzt. Afumu tankt das Ganze noch ganz gut. Seine Ultimate hilft lange, aber nicht lang genug. Er stirbt hier wieder an der Stelle. Jensen noch auf der Jagd. Trifft den Köder hier nicht ganz. Cody bleibt stehen und flasht dann einfach über die Wand rüber. Also er hat sich hier für die richtige Escape-Variante entschieden. Aber trotzdem wieder Cloud einen Vorteil, den sich daraus spielen. Also nicht nur den Kill, den sie bekommen, sondern auch der Atom, der halt direkt dranhängt. Denn sie ärgert den Gegner nochmal so ein bisschen, zeigt, dass er halt fast nicht fangbar ist an der Stelle. Und er hat vor allen Dingen jetzt auch einen wichtigen Powerspike erreicht. Ich weiß nicht, wer von euch darauf geachtet hat, aber der Unterschied zwischen seiner Pressure hat sich gerade verdoppelt, fast sogar verdreifacht, weil er jetzt in der Lage ist, mit dem Trickster die Caster-Vasallen zu clearen. Und das war lange Zeit nicht der Fall. Aber gerade mit dem Vervollständigen des Lichbanes hat er es halt eben jetzt hinbekommen und kann dadurch die Waves jetzt nochmal deutlich schneller pushen. Und für Zoe ist natürlich Lichbane auch nochmal ein Faktor, der halt extrem unangenehm wird, weil der Fizz mit seinem Q quasi schon Treffereffekte auslöst. Also der Q ist ein Spell, der halt Lichbane auslöst und gleichzeitig auch Treffereffekte, das heißt auch der Schaden vom Lichbane kommt direkt durch. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier weiter aus. Man geht jetzt hier nochmal hinterher, man engaged man hier auf die Kaiser. Ich muss jetzt hier in ihr Stundenglas gehen. Ah, Nocturne macht's einmal dunkel. Er kriegt hier sogar noch den Fizz 1 zu 1 straight bis dato. So lange, bis man den Alistar wieder einmal abholen kann. Anna in der Stopwatch drin. Muss zusehen, dass er irgendwie überlebt. Aber die Braum Passive ist für ihn einfach ein Hindernis, die ihn lange, lange Zeit lang raushält. Someday hat auch die Braum Passive auf sich drauf. Der letzte Stack führt zum Stun. Er ist alleine. Rio kommt nicht dazu, ihm zu helfen. Auch seine Qs sind ein bisschen zu kurz. Also auch hier wieder das Ganze nicht perfekt eingeschätzt. Letzten Endes ist es ein bisschen besserer Trade für Cloud9. Die gönnen sich ja ein Kill mehr in der Situation. Ja, war halt, vielleicht das war dann auch ein guter Teleport von Gangplank, dass der noch mit dazugekommen ist. Sonst hätte das Ganze ein bisschen anders ausgesehen. Ist jetzt sogar auch schon wieder mittlerweile unten auf der Botlane unterwegs am Split pushen. So hat das genau richtig gemacht, hat die Wave rausgepusht, hat dann gedacht, okay, mein Team braucht mich, ist dazu geportet und konnte sich jetzt damit nochmal den ein oder anderen Kill sichern. Sehen wir es jetzt auch nochmal in der Replay-Analyse. Man geht hier jetzt auf die Kaiser, die geht direkt in ihr Stundenglas, geht aber direkt hinterher. Aber dann kommt der Nocturne, holt sich den Fist direkt hier ab
und man geht immer weiter. Wir flashen alle nochmal in die andere Richtung, versuchen noch irgendwie was rauszuholen. Zoe wäre hier auch nochmal fast gestorben, kommt aber doch nochmal lebend wieder raus. Und dann kam der Gangplank jetzt dazu, der hier nochmal zu den Kills veröffnet. Hier sind die braunen Pestes auf dem Sunday drauf. Vielleicht wird hier jetzt auch nochmal sterben. Und damit war es dann 3-2 für Cloud9. Ja, also Rios Impact ging in den Deepwelt auch gegen 0. Hat zwar noch ein bisschen was anscheinend rausbekommen, aber er hat halt. Entweder war ein Brom-Shit da oder der Q war halt zu kurz. Er hat halt nicht. Also ich denke, er hätte ein bisschen mehr machen können, aber nicht genug rausgeholt am Ende des Tages. Okay, sie sollte ja auf jeden Fall extrem aggressiv tanken. Liquorice flankt von oben. Da muss man einen Mann auf jeden Fall zurücklassen. Das ist wieder Afromo. Er kann das einfach nicht lang genug tanken. Der Köder hat Rio noch getroffen. Der muss jetzt Stundenglas reingehen. Das hält die natürlich auf der Stelle, was wiederum Positionsvorteile für Cloud9 zur Folge hat. Die flashen auch nach seinem Flash direkt hinterher. Und auch er kommt nicht raus. Und jetzt ist eine Nasher-Gefahr gegeben. Das wird langsam richtig knapp. Und der nächste Drake ist auch gespawnt. Also auch ein Infernal Drake kann man hier natürlich jetzt ohne Probleme ausgleichen. Nocturne könnte versuchen, dort reinzuholen und ihn zu stealen. Würde dafür aber hundertprozentig sterben. Und dann wäre der Nasher halt für Chicado. Man entscheidet sich jetzt hier auch dagegen, versucht das erst gar nicht zu contesten, weil sie wissen, Nocturne würde dafür draufgehen. Und das wäre das Ganze vielleicht dafür, dass er nicht weiß, ob er den Dragon dann überhaupt bekommt, nicht wirklich wert. Aber jetzt sehen wir das Ganze hier nochmal aus der Situation von eben. Man kann hier gut Schaden machen. Jetzt ist ja auch nochmal die Gangplank Ultimate oben drauf. Geht hier auch nochmal hinter dem Alistair hinterher. Der ist der Erste, der stirbt an Sneaky. So jetzt hier in dem Stundenglas. Deswegen geht die Fizz Ultimate nicht durch. Aber man geht direkt hinter Rio hinterher und kann sich ja nochmal den Double Kill für die Queen abholen. Was auch super wichtig war, dass Brom sein Q so perfekt getimed hat, dass Zoe aus dem Stundenglas rauskommt, zwar direkt flashen kann, aber auch sofort slowed ist. Das hat den Catch danach halt nochmal deutlich einfacher gemacht. Oh, stark von Cloud9. Das war halt so ein bisschen zu erwarten, dass es halt ein Böller-Festival wird mit den Team-Comps. Es ist halt sehr Assassin-lastig. Und für Jensen sind halt Assassins, auch wenn er jetzt sehr, sehr lange Zeit bloß Control-Matches gespielt hat, halt ein perfektes Pflaster. Also ich habe ihn damals kennengelernt, als er noch Incarnation hieß und quasi nur Assassins gespammt hat. Also Fizz, LeBlanc waren halt genau seine Champions, deshalb war er auch früher und ist halt noch bis heute einer meiner Lieblings-Midlaner in der NA-LCS. Und es funktioniert auch ganz gut. Also auch hier liefert er eine gute Performance ab. Jedes Mal sitzt der Köder und er hat so gut wie noch kein Ultimate daneben gesetzt. Die Teamfights spielt Cloud9 sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auch mittlerweile die Quinn mit 5 Kills. Und die macht natürlich jetzt mittlerweile Schaden. Hier hat jetzt hier 3 Items ausgebaut. Jetzt sehen wir, hier kommt auch nochmal Schaden auf Blaber durch. Aber der wird hier nochmal rauskommen. In der Zwischenzeit, Sunday, verteilt er auch nochmal Schaden. Ja, ich war zwar gesessen, aber kam nicht ganz an. Das war's jetzt erst für Sneaky. Das Gefühl kennt er. Als AD Carry hast du halt gegen Nocturne nicht mehr viel zu lachen. 4-mal Knocker von Afromo. Er hat zwar kein Ultimate mehr, holt aber noch raus, was geht. Kann hier eine perfekte Kombo landen. Der Sleep trifft ihn weiteres Mal. Rio gönnt sich diesen Kill und Afromo ist einfach der Held der Stunde. Ein bisschen zu aggressiv sogar noch von Jensen und Ziesel, die halt immer noch so weit vorne stehen. Ziesel muss hier nochmal flashen, kommt aber über die Wand davon. Und Jensen wartet noch. Der sieht seine Chance, das Ganze hier nochmal zu turnen. Aber Rio hat halt im Zweifelsfall immer noch einen Flash auf seinem W parat. Ja, der wollte wahrscheinlich hier versuchen, noch wenigstens einen Kill aus der Geschichte rauszuholen. Er sieht jetzt hier auch nochmal die Kaiser. Die Frage, kommt der dann nochmal hinterher? Die hat hier wenigstens nochmal Someday und auch Rio an ihrer Seite. Deswegen entscheidet sich die Jens jetzt doch nochmal zurückzugehen. Aber das war natürlich hier sehr, sehr unlucky. Aber natürlich ein super Ultimate von Afromo mit dem 4-Mann-Knock-Up da an der Stelle. Ich kann jetzt hier auch noch mal reinschauen. Das war super gemacht. Hier Afromo das erste Mal mit dem Knock-Up auf Blabe. Der kommt hier gerade noch mal so weg. In der Zwischenzeit die Sleep Bubble auf dem Fizz gelandet. Geht hier auch noch mal hinterher. Trifft aber die anschließenden Spells nicht. Und dann kommt die Nocturne Ultimate hinterher. Kann hier die Quinn töten. Und dementsprechend fehlt eine große Schadensquelle im Teamfight. Wir hatten ja gesagt, die hat 5 Kills mittlerweile. Und dementsprechend hat hier der Schaden gefehlt. Und dann kommt Afromo mit der 4-Mann Knock-Up Ultimate. Und dann kann er hier einfach nicht mehr viel machen. Dann bleibt auch nicht mehr viel übrig. Das war einfach ein richtig starkes Powerplay. Es war ja quasi nicht nur der 4-Mann-Knock-Up, der das Ganze vorbereitet, sondern auch einfach Vladimir, der genau in dem Moment sein E aufgeladen hat, mit dem Pool halt mitten in diese 4-Mann reingeschwommen ist und seinen aufgeladenen E dort wirklich auf alle einfach releasen konnte. Das haben sie einfach sehr, sehr gut gespielt. Und auch diese Situation war einfach perfekt gemacht. Das waren so viele Kleinigkeiten. Man muss sich vorstellen, dadurch, dass der Sleep zum Anfang Fizz in der Flanke getroffen hat, war der rausgesummt. Danach kommt ein Nocturne Ultimate. Du hast einen Fizz und einen Trundle in der Flanke, die quasi komplett planlos sind zu dem Zeitpunkt. Also 6 Sekunden Finsternis. Das ist in so einer Situation halt einfach komplett ekelhaft für ein Team, um sich zu koordinieren. Und da hilft manchmal auch das Reden nicht mehr, weil alle durcheinander reden. Sneaky dadurch direkt rausgenommen. Die anderen konnten sich halt sehr, sehr schlecht bis koordinieren. Und damit hat Fizz einfach ihre Chance genutzt.
das Ganze umgedreht. Ich finde, man muss auch sagen, obwohl Cloud9 jetzt eigentlich vorne ist, sie haben mehr Drakes, sie haben mehr Kills, sie sind im Goldvorteil vorne, aber ich finde, dass 100 Thieves immer noch gute Chancen hat, auch das Game zu gewinnen. Im Moment kann man es nicht wirklich sagen, wer da jetzt wirklich die besseren Chancen hat, das Game zu gewinnen. Es liegt eben an den Teamfights. Wenn sie die Teamfights gut spielen, haben beide Teams noch die Möglichkeiten, hier Aktionen zu reißen und das Game zu gewinnen. Von daher, finde ich, kann man jetzt nicht eindeutig sagen, das Team ist jetzt so weit vorne, das andere Team hat keine Chancen mehr, sondern ich finde, die Chancen sind hier sehr ausgeglichen im Moment. Ich denke auch, sie haben halt beide so unterschiedliche Konditionen. Also der Straight-Up-Teamfight ist halt bei 100 Thieves über einen Nocturne, der halt jemanden direkt finishen kann, über Zoe, über Vladimir und Kaiser, denke ich, deutlich stärker strukturiert. Auf der anderen Seite hast du halt bei Cloud9 auch viel Catch-Potenzial. Also sie haben halt einfach, sie können das Game weit auseinanderziehen, sind halt selbst gegen die Nocturne Ultimate mit dem Fist schon ganz gut gewappnet. Gangplank muss halt ein bisschen aufpassen. Aber das ist halt so die Möglichkeit, dass du Gangplank zum Beispiel auf die Botlane setzen kannst, bis auf die Toplane. Also wenn Nocturne Botlane geht, um den Gangplank-Kill zu holen, kannst du halt versuchen, für Nash zu gehen, oder zumindest für den Fist quasi, die Gegner reinzubaiten, die vorzubereiten. Also der Split-Push ist für mich immer noch die Kondition, die sie halt versuchen sollten, ein bisschen mehr noch ins Zentrum zu rücken. Ja, auf jeden Fall. Und gegen 100 Thieves eben darauf achten muss, dass sie im Teamfight so schnell wie möglich Sneaky rausnehmen, weil der im Moment, der ist der meisten Schaden an verschiedenen macht. Klar, Jensen kann eine Person schnell und gut rausnehmen, aber danach ist die Queen natürlich besser, da sie mit den Outhits eben mehrere Champions anhitten kann und mehr Impact so im ganzen Teamfight hat. Aber wenn 100 Thieves die Queen eben rausnimmt, dann fehlt das Ganze eben. Wir haben es dann eben in dem Teamfight gesehen, dann fehlt eben der Schaden, der da hinterherkommt. Und deswegen haben sie den Teamfight eben auch gerade verloren, unter anderem deswegen. Ja. Also dass ich Quinn momentan auch als größten Schwachpunkt in den Teamfight. Das ist natürlich cool, dass sie für schnelle Rotations gehen kann und für Catches, aber da ist Nocturne halt eben die bessere Quinn, wenn man so möchte. Weil er ein bisschen plötzlicher und ein bisschen sicherer mit dazukommen. Und Quinn im Teamfight ist halt ist nicht so geil. Es ist auch nicht schlecht. Also kann auch gute Treffer landen und gerade auch, sie ist halt wirklich der schlechtere Nocturne. Also, sie hat auch diesen Blind-Effekt, das für den Gegner dunkel macht, aber auch da halt bloß für einen. Das ist halt super schwierig. Sneaky muss da wirklich beweisen, dass er halt Quinn aus einer hervorragenden Position rausspielen kann. Der nächste Drache ist gespawnt, auch der sieht halt wieder lecker aus. Irgendwie ist es auch immer so, sobald der erste Infernal Drake gespawnt ist, kommen halt direkt zwei Leute noch hinterher. Aber ich denke, die wird jetzt hier kein Team uncontested lassen, sondern beide wollen den haben. Da muss man jetzt mal schauen, wie sie dagegen vorgehen. Im Moment Cloud9 in der besseren Position. Ah, Vladimir könnte Botlane porten. Da muss man die Wave vorher annehmen, bevor man sich halt unter den Drachen rantraut. Weil Vladimir im Rücken zu haben, der halt ein 3-4-Mann Ultimate hinlegen kann, willst du nicht riskieren. Da muss man vorher ein bisschen aufpassen. Die ist umso alleine unterwegs. Okay, das war auf jeden Fall ein schneller Flash, auf den Fist einfach raustrickstern kann. Nicht die beste Idee. Vor allem selbst wenn Aphromo halt seine WQ-Kombo noch durchbekommt. Also er kann quasi, während er in der Vorwärtsbewegung ist, kann Fist immer noch trickstern. War ein bisschen sehr gut, glaube ich, für Aphromo. Alles klar, Licorice. Er soll jetzt derjenige sein. Nächstes Ultimate auf Cooldown, aber zumindest einen Flash bekommen. Licorice selber ist ja auch eher immobil. Also ein gutes Ziel zum Catchen. Schild ist oben. Braum Ultimate sitzt gut. Cody-san mittendrin. Der AD-Carry hat nicht die beste Position. Muss direkt rausflashen. Nocturne fliegt eine Kurve, um die eigenen Leute zu verteidigen. Aber Fizz ist direkt im Stundenglas. Gewinnt wichtige Zeit. Kann jetzt nochmal jagen mit dem Flash-Trickster. Direkt in die Gegner rein. Slowt sie. Bringt ihm Damage durch. Jetzt kann man die Jagd durchziehen. Anna ist der Letzte, der noch überlebt. Aber auch sein GA wird ihn nicht retten können. Zack, da ist er weg. Ace. Direkt für Cloud9. Hier einfach Jensen, kompletter MVP. Jensen zont die Leute raus, geht halt 1v3, nimmt den ersten mit, kann Stundenglas gehen, beschäftigt immer noch zwei Leute und kriegt danach den Slow nochmal durch. Also einfach brutal stark von ihm gespielt. Das hat er wirklich sehr gut gemacht und das hier wird das Game für Cloud9 sein. Und es war bis zum Ende spannend. Ich finde, beide Teams hätten das immer noch gewinnen können, aber das war super stark gespielt von ihm, war ein sehr schöner Teamfight und damit auch verdient gewonnen. Ah, guck mal, da müssen sie grinsen. Ja, da darf man sich aber doch ein bisschen freuen. Definitiv. Für sie war es jetzt gerade der Schein, der sie für die Playoffs qualifiziert hat, zu 100%. Jetzt kann ihnen die Playoffs niemand mehr nehmen. Ist natürlich noch nicht safe, gegen wen müssen sie ran und welche Platzierung bekommen sie. Denn theoretisch ist halt nur eine Theorie. Es ist nicht wahrscheinlich, aber theoretisch ist der zweite Platz immer noch möglich für sie. Denn 100 Thieves haben dieser Niederlage auf jeden Fall von dem zweiten Platz ein ganz gutes Stückchen aufgegeben. Aber man muss auch sagen, dass ich jetzt finde, man hat es jetzt in dem Game gesehen, im Vergleich zu den letzten Wochen, wo Cloud9 so oft kritisiert wurde und so niedergemacht wurde und so unstrukturiert war, auch innerhalb des Teams. Und jetzt haben sie sich wieder so gefunden und jetzt zeigen sie, okay, wir sind wieder da, wir können jetzt Performance abliefern und wir sind jetzt gut. Und dementsprechend haben sie sich jetzt auch diesen Platz wieder in den Playoffs verdient. Und ich bin gespannt, was wir da jetzt noch von denen sehen werden.
Ich muss sagen, ich finde die Entwicklung von Cloud9 halt echt positiv. Sie haben sich natürlich viel getraut mit der Taktik, gerade mit diesen Roster-Changes und zu tauschen und was ich was. Was sie halt auch viel gekostet hat, man hat es wirklich gemerkt zum Anfang, dass die Kommunikation und die Teamumstimmigkeiten nicht unbedingt für sie gut gelaufen sind. Aber die mausern sich ganz schön. Also auch mit diesen verschiedenen Taktiken. Mit den zwei verschiedenen Midlanern, zwei verschiedene Jungler, die sie einsetzen. Und jetzt auch in dem Szenario in dem Game mit einer sehr eigenen Team-Comp, aber trotzdem. Oh, ich würde sagen, muss vielleicht das Licht machen. Es werde Licht. Haben sie es halt echt gut runtergespielt. Also ich bin immer und immer wieder von Cloud9 positiv überrascht. Es waren natürlich viele da. Es war auch ein sehr riskantes Game. Ja. Also hier, Snowball-Game ist Snowball-Game. Welcher Assassin kommt als erstes nach vorne? Ist halt super entscheidend. Und da war Fizz halt ein wichtiger Faktor. Er ist zwar 0-1 zurückgefallen in der Lane, hat aber locker für 3-4 Kills für Zoe oder auf Zoe sorgen können. Und genau damit hat man das Game halt so ein bisschen in die eigene Hand nehmen können. Also auch hier muss ich sagen, ich habe mich ja vorhin schon so ein bisschen dazu geäußert, Rhea's Performance auf Zoe war bis jetzt noch nie so knackig. Und auch die Performance in dem Game war halt nicht so sahnig. Also klar, es ist schwierig gegen Fizz. Positioning im Teamfight ist das A und das O. Und wenn du halt von dem Köder getroffen wirst, RIP. Und genau das hat er halt nicht fertig gebracht. Und er hat halt auch dadurch, also, das ist halt ein super schmaler Grat. Wir bewegen uns ja aber einfach in einer Ebene, wo halt Profispieler in der Lage sein müssen, genau diesen Grad zu finden. Weil entweder ist es bei Zoe so, du machst einen Schritt so weit nach vorne, der Köder trifft dich, du stirbst, oder du stehst so weit hinten, dass du deine Combo nicht perfekt anbringen kannst und damit halt super viel Damage verschenkst. Und das ist halt genau, da musst du den Zwischenweg finden, wo du das Ganze halt irgendwie gewinnen kannst. Und das hat Rio irgendwie mit Zoe noch nicht so ganz geschafft. Ja, und sie hat auch, also er hat einfach nicht geschafft irgendwie, dann, okay, ich kann den Fizz nicht fighten, aber dann suche ich mir irgendein anderes Ziel, dann versuche ich irgendwie auf die Quinn zu gehen und da irgendwas zu machen, sondern er hat sich dann einfach mit seinem Schicksal abgefunden, okay, ich kann in der Mitte nicht wirklich was machen und hat die dann aufgegeben. Er war permanent im Farm Behind, er hat dann die Kills abgegeben wurde oder ist öfter auch gestorben, was natürlich auch daran lag, dass er Fizz Unterstützung dann vom Jungler bekommen hat, aber irgendwann war er einfach so behind, dass er sich selber einfach so ein bisschen aufgegeben hat und so. Er war zwar in den Teamfights dabei, aber wir haben vorhin schon gesagt, in den Teamfights hatte er selber auch einfach gar keinen Impact. Ja. Also man hat, finde ich, so kurz gemerkt, dass bei Realm of Thieves der Fokus halt sehr hart auf diesen Midgame-Catches lag. Also es hat auch gut funktioniert. Sie haben Trundle halt zweimal hintereinander direkt rausgenommen und die Combo ist halt auch, die ist schon mies. Wenn Alistair nicht engaged, dann kommt der Kaiser dazu geultet und Nocturne dazu geultet. Dann hast du halt über die halbe Map drei Leute direkt neben dir zu stehen, was halt wirklich nicht angenehm ist. Aber Trundle ist halt auch ein Ziel. Also er steht und fällt mit seinem Team. Also er selber, ob er jetzt gut im Game ist, ist halt nicht so relevant. Man hat auch wirklich keine signifikant wichtigen Objectives dadurch bekommen können. Der eine Infernal Drake war immer mit dabei. Also das hat ihnen halt noch so ein paar Punkte geschenkt. Aber auch turret-technisch sind sie halt nicht weit vorangekommen. Da kommen wir sehr, sehr stark in diese Makro-Gameplay-Phase rein, wo es halt heißt, Sidelanes kontrollieren, Push-Pressure bekommen. Da kriegst du halt Push-Pressure auf den Sidelanes, nicht über Champions, sondern allein schon über die Vasallen. Kannst du halt direkt an den Teamfight Türme nehmen, kriegst du einen Catch, nimmst einen Turm, ist schon viel, viel mehr wert für dich. Und dazu sind Realm of Thieves nie gekommen. Im Endeffekt müssten sie sich halt auf diese sehr zufälligen Kämpfe mit dem Gegner einlassen und die hat Cloud9 einfach ein bisschen besser gespielt. Zwischendurch waren sie so, wo sie das Ganze ein bisschen contestet haben, wo sie gesagt haben, okay, Cloud9 pusht, wir pushen dagegen. Da war es so ein bisschen ausgeglichener, aber eigentlich war Cloud9, was alles Stats betrifft, das ganze Game weiter vorne. Klar hat Realm of Thieves dann auch den einen oder anderen guten Fight gemacht, die eine oder andere gute Aktion. Aber was die Stats und auch den Playstyle angeht, war Cloud9 im ganzen Game über konstant vorne. Also für mich war einfach die Fizz-Leistung genial. Ja, das auf jeden Fall. Aber eben hat man auch nochmal gesehen, worauf man vielleicht auch noch eingehen kann, diese Synergie zwischen Braum und Fizz ist ja auch nochmal genial. Also Fizz hat so zwei Champions, die halt ganz gerne im Team hat. Der eine ist Braum und der andere ist Sejuani. Weil er halt bei beiden quasi die Passive übelst gut verwerten kann. Ja. Und das war hier ein Knock-Up, der halt Realm of Thieves nochmal gut zurückgebracht hat. Das war auch wirklich so ihr einziger Lichtmoment in dem Spiel. Also das war die einzige Stelle, wo sie halt wirklich einen Teamfight ganz gut mausern und runterspielen konnten. Danach ging es bloß noch bergab. Auch hier, ne, der Köder sitzt direkt wieder auf Rio. So, Rio kann halt auch in dem Teamfight, er macht halt nichts. Da kriegt er den Köder ab und danach wird er trotzdem noch gewonshottet. Bitter. Und das war hier, das war perfekt gespielt. Dass Jensen danach nochmal mit dem Flash reinkommt, beides slowt, den Damage raufbringt, sich danach zurückzieht, kein Risiko eingeht, dass er nochmal selber stirbt und dieses Ace halt einfach perfekt macht. Nicht ganz perfekt, einer hat dann abgegeben, aber es war für die Verhältnisse halt super gut runtergespielt. Viele was anderes hätten sich besser machen können. Jetzt schauen wir uns auch nochmal die Damage-Skalierung und Damage-Graphen an. Das ist jetzt natürlich nicht ganz weit oben, ist aber super leicht zu erklären durch den Poke, den Zoe halt bringt. Und sie kann halt die ganze Zeit arbeiten und mal wieder einen Treffer landen und Fizz ist halt wirklich bloß All-In. Ja. All-In, einmal Damage machen, auch nur auf ein Ziel. Das ist halt diesen niedrigen Schaden erklärt. Dadurch sind halt die Top-Laner und gerade auch die AD-Carries natürlich ein bisschen bevorteilt. Ja, die treffen halt immer wieder den gegnerischen Support oder Top-Lane, trifft man sich und heilt sich einfach gegen. Dadurch kommen natürlich halt höhere Damage-Werte zustande, die jetzt aber nicht aussagekräftig dafür sind, wer hat wirklich das Game gecarried.
Ja, ich bin gespannt, wie jetzt das nächste Game wird. Das nächste Game ist jetzt nämlich, zack, da ist es, ein ziemlich knackiges, vor allem ein ziemlich entscheidendes. Wir haben letzte Woche schon die Statements so ein bisschen gehört von Optic, denn für Optic ist das hier wahrscheinlich das Ticket, ob sie die Playoffs erreichen oder TSM. Wie das Ganze ausgeht, TSM gegen Optic Gaming, werdet ihr gleich nach einer kurzen Werbepause sehen. Bis gleich. Tschüss. Macht das wunderbar!